Hallo, 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 Test, Test. So, nach einer längeren Pause bin ich wieder dabei. Ich bin wieder da und heute habe ich wieder was für euch geplant. Und zwar, wir sind ja jetzt in der Folge 176, ne? Ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen jetzt. Zuletzt hatten wir, wie gesagt, die Folge 176. 75, das wollte ich sagen. 175 hatten wir zuletzt und dann Kartenchaos 4 Folgen. Und jetzt weiß ich noch gar nicht, was ich mit euch machen werde. Ich guck mal kurz, um meine Erinnerung aufzufrischen, in die Sammlung rein. Ich glaube, wir haben auch. Ich habe auch in der letzten oder in einer der Kartenchaos Folgen habe ich auf jeden Fall eine Priesterkarte hergestellt. Für das Kartenchaos. Was haben wir denn gehabt in der regulären Serie? Gewertet, Spielen gewertet. Wir haben Druiden gehabt. Ich glaube, damit habe ich angefangen. Dann habe ich den Krieger gespielt. Dann habe ich einen Schurken gespielt. Ich glaube, dann habe ich einen Jäger gespielt. Den Priester habe ich auch gespielt. Paladin auch. Das heißt, die haben wir alle. Den haben wir und den haben wir. Also bleibt ja nur noch Schamane und Magier übrig. Ich habe ja gesagt, ich mache immer 5 Folgen von einem Ding. Magier ist aber so eine Sache. So ein Secret Mage kann schon gut funktionieren. Allerdings fehlt mir da, glaube ich, noch zu viel. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch mal 5 Folgen uns ein Secret Mage? Wollen wir da noch mal probieren? Wollen wir das noch mal probieren? Also grundsätzlich, ich habe einmal die drin, das ist schon okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass mir das Echo fehlt, weil mit dem Echo müsste ich eigentlich haben, ne? Zweimal Echo Mediv, um mir den astralen Arkanisten hochzuholen. Den hier mit dem vielleicht. Na gut, duplizieren ist da. Aber sonderlich viele Geheimnisse sind das nicht. Das sind nicht viele. Leute, was machen wir da? Das nochmal ausprobieren so. Komm. Ihr seht ja das Deck, Mana-Kurve eigentlich katastrophal, aber das wird schon, das probieren wir jetzt einfach nochmal so. Bevor ich das Deck dann endgültig einmotte und sage, ey Leute, wisst ihr was, das Secret Mage, das war jetzt schön gewesen, aber das gucken wir nochmal später. Hatte ich zwar eigentlich schon gesagt, aber gucken wir mal. Irgendwas muss ich ja jetzt mit dem Magier anfangen und einfach so ein Prädestinier-Magier ist auch ein bisschen zu langweilig, ne? Ich hatte ja auch schon gesagt, in einer der letzten Folgen, mir fehlt zu viel für einen Freeze Mage, mir fehlt zu viel für einen Secret Mage, mir fehlt zu viel für einen Mech Mage. Das Licht wird den Sieg So bringen. ein Combo Wombo One-Turn-Ding, da fehlt mir auch zu viel. Machen wir es mal so. Naja. Hallo. So, zur heutigen ersten Folge für mich. Grüß. Spielen wir auf Rang 15 immer noch gegen Code Chat 2KD, ein Priester. Manchmal frage ich mich, wie kommt ihr auf solche Namen? Aber egal. Ersten Turn machen wir nichts. Ich befürchte fast, dass wir jetzt im zweiten Turn den hier raus coinen müssen. Wäre natürlich doof, aber dann können wir im nächsten Zug für 3 Mana Karten ziehen. Ist, glaube ich, nur das Schlaueste, ne? Wenn jetzt natürlich ein Schattenwort Schmerz kommt, wäre das bitter, aber dann ist es so.
Risiko muss ich hier einfach mal eingehen. Wird ja auch nicht einfacher, ne? Wenn er drauf verhandelt, hat er drauf verhandelt. Ich vermute, entweder lässt er mich hier zappeln oder er hat keinen Schattenbordschmerz. Nein, hat er nicht. Das ist natürlich ein sehr angenehmes an dieser Stelle. So, und jetzt ist die Frage, mache ich weiter Pressure mit Spiegelgestalt? Oder ziehe ich Karten? Ich glaube, Pressure ist gar nicht so verkehrt. Feuermarsch. 4-Mana-Zug für Co-Chat. Ist jemand verletzt? Schön. Ist jemand verletzt? Könnte besser sein, okay. Aber Leute, was soll ich sagen? Ich habe hier so eine Kartenzieh-Option jetzt. Okay. Okay. Und das bleibt angenehm, würde ich sagen. Denn wir können jetzt die hier spielen. Einmal Flammenkanone und dann wird er wohl noch einmal treffen, denke ich hier. Bum, bum. Feuermarsch. So. Sehr Mech-Priest-mäßig unterwegs. Hm, was machen wir denn jetzt? Könnt Karten ziehen und hoffen, dass ich einen Frostblitz kriege. Zwei Zauber schießt er auch mehrmals. Hm. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so gut. Feuermarsch. Ich glaube, ich mache so. So. Und so. Und hoffe, dass... Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Ich habe gehofft, dass der die beiden links und rechts trifft, ist ja klar. Muss ich mit der Klerikerin... Dass zumindest einer der beiden stirbt. Okay. Ah, die mit Duplizieren zusammen wäre doof gewesen. Sofort. Das ist jetzt fraglich, ne? Na komm, machen wir es einfach mal. Oh, welches Geheimnis hat er mir geklaut? Der Sack. Gut geschafft. Hass und Leid, ne? So ist das. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Okay, Spiegelgestalt ist schon mal nett. Wir haben viele Geheimnisse. Schwierig, schwierig, Co-Chat. Du machst es mir nicht leicht. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich würde natürlich jetzt gerne den astralen Arkanisten rausholen.
Aber das kann ich mir nicht erlauben, weil da habe ich nur noch 4. Hm. 4 Mana. Ping, Butz, Butz. Oh, das Risiko mal eingehen, komm. Okay. Du blitzt hier, ernsthaft? Für Dalaran. Oh. Ah, nicht gut, Leute. Das läuft nicht gut. Wir haben viele Geheimnisse. Ich habe kurz überlegt, vielleicht einen Blizzard zu spielen und dann im nächsten Zug erst, aber würde das was ändern, ne? Das ist die große Frage. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh, komm schon. Ich glaube, das habe ich verloren, aber gucken wir mal. Gut gespielt. Lichtbombe. Jo, das war's leider. Ich meine, ich kann es nochmal duplizieren und so. Aber es wird langsam klar, dass das kein easy game wird, ne? Ach, tja, das könnte ich machen. So. Coachet. Oh. Gut gespielt. Gut gespielt. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich würde es Ihnen alle zeigen. Ne, das ist gelaufen, Freunde. Egal wie ich es drehe und wende. Was soll ich nur tun? Nicht? Ist gelaufen. Ich zappel mit allen Kräften.
Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, er hat noch zwei Karten auf der Hand. Vielleicht überlebe ich das wirklich noch. Das wäre richtig krass, aber ich glaube nicht mehr. Da glaube ich schon nicht mehr dran. Boah, Nachtachter, ne? Der haut ja ganz schön rein. Uiuiui. Wenn ich das noch gewinne, Junge, dann weiß ich es auch nicht mehr. Legendär. Ist jemand verletzt? Gut gespielt. Was hier? Ach komm schon. So. Gut gespielt. Wie ihr wünscht. Gut gespielt. Ja, ich gebe zu, dass das extrem knapp war. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.